Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Ja. Ja, wir sind sozusagen im Übergang zwischen dem dritten und dem letzten Kapitel von Order of Dawn. Übergang deswegen, weil wir gerade dabei sind, Nebenquests noch zu machen. Bereit. Und los. Die wir machen können. Mir nach. Vorwärts. Schnell. Und da sehen wir ja, wie es weitergeht. Zum Angriff. Schlag sie zurück. Also erst einmal hier die... Schließ die Reihen. Weil wir müssen hier noch... Fayid, oder wie er heißt. Verstärkt die Deckung! Besiegen. Was wünscht ihr mir? Um das letzte Teil zu kriegen, was Flink McWinter in Graufurt gerne hätte. Auf meinen Befehl. Zur Ehre Aonies! Verstärkt die Deckung! So, die Nahkämpfer sind da. Verstärkt die Deckung! Schlag sie zurück! Schlag sie zurück! Schließt die Reihen! Auf meinen Befehl! Feindlicher Angriff! Und wir sollten uns alle Haltet auf durch, Männer. Einen konzentrieren. Nicht auf mehrere. Verstärkt die Deckung! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Während der Führer mit den Goblins beschäftigt ist. Wie praktisch. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! So, Bruststück vom Feind. Auf mein Zeichen, schnell! Haben wir gekriegt. Mir nach! Jetzt töten wir doch die vier. Und los, in die Schlacht! Garten hier. Müssten wir zwar... Feindlicher Angriff! Aber... XP sind XP. Zu euren Diensten. Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Wobei es fast eigentlich schon egal ist, wenn sie hier jetzt so rein vor meinen Händen prügeln. Schlagt sie zurück! Ja. Okay. Folgt mir. Das heißt, wir können zu dem Seelenstein. Ja, ist toll, wie ich das eigentlich dieses Mal recht schnell geschafft habe, dadurch, dass ich einfach nur es mit Helden gemacht habe. Als ich das letzte Mal, oder das erste Mal, besser gesagt, diese Nebenquest gemacht habe, habe ich ein komplettes Menschenlager neu aufgebaut. Das hat dann etwas mehr Zeit in Anspruch genommen. Aber so ging es eigentlich ganz gut. Ja, wir gehen aber nicht gleich zurück nach Graufurt für die Quests. Du hast doch sicherlich nichts Neues mehr zu sagen, ne? Willkommen zurück. Nö. Gut, wir gehen erst nochmal ins Grauschattental. Die klagende Steine. Nehmen wir den Süden ruhig. Genau, da ist er ja. Ich habe nämlich mal einfach geguckt, weil ich es nicht mehr in Erinnerung hatte, für was das leuchtende Oktagon oder das glimmende Oktagon gut war. Wurde mir zum Glück jetzt wieder erörtert, damit wir das auch loswerden. Auch wenn es hier einfach Sachen gibt, die wir nicht loswerden.
Zum Beispiel ein Stück von Sentos. Oder Tars Kopf oder den Stern, das sternförmige Amulett. Und natürlich die Fülle des Spinnenmanns, weil wir den Spinnenmann getötet haben. Ja, und ich werde nochmal einen kurzen Abstecher den Gottwall machen, um kurz zu gucken, ob wir da auch wirklich nicht irgendwo einen Bria-Wolf übersehen haben, der ein Wolfszeichen trägt. Ja, das ist komisch, dass wir die Quest noch offen haben. Oh ja, kurz nach Elodie gucken, ob wir bei ihr Reißerfälle abgeben können. Also Tiermenschenfälle. Und ja, der Untote hier. Eine menschliche Kreatur liegt wie schlafend da. Sie wirkt grotesk und natürlich entstellt. An ihrer Brust ist eine achteckige Vertiefung zu erkennen. Jo. Homunculus. Eine seltsame Gestalt liegt bei den klagenden Steinen. Sie scheint von unnatürlicher Herkunft. Falls das wäre, sie aus den Teilen anderer Kreatur gefertigt worden. Die Kreatur scheint tot zu sein. Vielleicht gibt es etwas, um sie zu erwecken. Die achteckige Vertiefung auf der Brust des Wesens könnte ein Hinweis sein. Das lebende Oktagon könnte in die Vertiefung in der Brust der Kreatur passen. Dann rein damit. Ja, Oktagon einsetzen. Das Licht des Oktagons breitet sich über der Kreatur aus. Ein Zucken läuft durch den leblosen Körper. Ihr habt mich erweckt. Meister, was ist geschehen? Ich bin nicht euer Meister, Kreatur. Nur der Meister kann mich erwecken. Ihr seid der Meister. Hier, dies habe ich für euch aufbewahrt, wie ihr gesagt habt, Meister. Soll ich nun mit euch kommen? Soll ich euch wieder dienen? Folgt mir. Befehlt, Meister. Ich bin euer Diener. Ja. Questbuch wurde aktualisiert. Homunculus ist fertig. Wir sind das Oktagon los. Haben eine Waffe gekriegt. Wie es aussieht. Oh. Chaos-Axt. Große Klingenwaffe. Kann die Eider benutzen? Nö. Gut, das heißt, zurück zum Seenfels. Und ja, ich glaube, ich kann den in der Burg benutzen, also in der Festung benutzen. Der Homunculus hat keine Lust mehr zu folgen, so wie es aussieht. Ja, das heißt eigentlich, ich habe irgendwann mal eine Aussage gemacht, dass wir nochmal wahrscheinlich mit Menschen die Menschen benutzen werden in Order of Dawn. Ich glaube, das war eine Fehleinschätzung, weil das war darauf bezogen auf den Schattenhain. So, das heißt, nach Elodie als nächstes und dann nochmal Gottwall. Elodie Elfensiedlung. Zum Glück geht das Laden ja recht schnell. Achso, das sind die Elfen. Meine Elfen, die da rumlaufen. Ah. Ich bringe euch eine Mähne. Hervorragende Arbeit, Krieger. Hier ist eure... Ich bringe... Hervorragende Arbeit. Ich bringe... Hervorragende Arbeit. Ich bringe... Hervorragende Arbeit. Ich bringe... Hervorragende Arbeit. Ich bringe... Hervorragende Arbeit, Krieger. Ja, und ich überspringe das gerade. Ich bringe... Hervorragende Arbeit. Und so wie es aussieht, kriege ich jedes Mal ein bisschen Erfahrungspunkte dafür. Aber ja, hier müssen wir dann dringend mal aufräumen.
Also wahrscheinlich nicht viele Erfahrungspunkte, aber ich krieg welche. Und habe ein bisschen Platz frei gemacht. Ja, aber ich glaube, das können wir uns jetzt sparen, hier drauf zu warten. Gottwall. Gehen wir am besten mal hoch zur Torfeste. Oh, Torfeste war das erste. Aber ich sehe hier nicht wirklich noch irgendwo eine Leiche rumgeistern. Hier bei ihm auch nicht. In der Zwergenstadt sicher nicht. Und hier natürlich auch nicht, nö. Außer er hat ein Wolfszeichen, was er uns vielleicht geben möchte. Gottwall. Es ist mir eine Nein, okay. Weil wir haben auch wirklich alles, was an Bria-Wölfen da war, ausgemerzt. Auf beiden Seiten. Ja, hier ist auch nur noch die Elfe. Keinerlei anderes Zeugs mehr. Nö. Und südliches Vor, hier war auch nichts mehr, soweit ich gesehen hatte. Nee. Den da hatten wir ja geplündert. Der hatte nur das Schwert dabei. An dem Stein gibt es auch nichts mehr. Hier, wo wir unser Lager hatten, gibt es auch nichts mehr, außer dass das Holz nachgewachsen ist. Gehe ich hier gerade überhaupt richtig? Ja. Und das hier ist nämlich das ehemalige Lager, was die Wolfselite eingerissen hat.
Die sollten ja auch mittlerweile alle despawned sein, ja. Dann habe ich echt keine Ahnung. Ich dachte vielleicht, dass hier ein Toter von der Wolfselite noch rumliegen würde, von dem Angriff.